Oh, come on, in the front of the net. Mein Name ist Micha Hebisen, bin Profi-Schiedsrichter bei Swiss Eishockey. Wir fahren durchschnittlich 25'000 km pro Jahr in der ganzen Schweiz mit meinem Ford. Wenn man mal keinen Hang frei hat, hat der Kuga Hybrid eine praktische Lösung parat. So kann man ohne Problem den Kofferraum beladen. Macht jedes Mal Spass, mit dem Kuga loszufahren an einem Match. Die Beschleunigung vom Vollhybrid ist sehr souverän und das Fahrgefühl allgemein sehr ruhig. Hier innerorts, bei tiefem Tempo, fahre ich meistens so elektrisch. An der Tankstelle muss ich nur selten halten. Der Vollhybrid hat eine Reichweite von bis zu 1000 km. Heute halte ich noch mal an, für meinen Schiri-Kollegen aufzuladen. Platz haben wir ja genug. Alex, ciao. Gut, dir. Ciao. Das Navigationssystem wird dauernd live mit Informationen gefüttert. Dann sehen wir, wer Stau hat. Und auch für uns ist es wichtig, dass wir den Stau umfahren können. Wir wollen ja nicht spät zu einem Match kommen. Zwischendurch habe ich so gerne etwas sportlicher. Dann kann ich die verschiedenen Fahrmodus mit einem Knopfdruck wechseln. Und zum Beispiel mit dem Sportmodus kann ich etwas mehr Gas geben. Helfen wir einander. Dave? Ja. Be ready, ready. Für eine körperliche Belastung sind wir, glaube ich, trainiert. Wir arbeiten im Sommer hart, dass wir das durchhalten, dass wir nicht in einem hohen Pulsbereich laufen. Ich denke, in einem durchschnittlichen Pulsbereich, der ist sicher die mentale Bereitschaft, wo wir immer 100% da sein müssen, im Ist und Wenn. Easy, boys, easy. Hey, Nico. Mit dem Stock aufpassen, ist gut. Also das ist als Schiedsrichter sehr, sehr wichtig, nicht dass der Ding, die studierst, was ist vor einer Minute war. Und dann kannst du sicher sein, dass das Nächste passiert und du mental nicht bereit bist, für einen richtigen Call zu machen. Darum im Spiel sofort vorwärts schauen und weitergehen. Ja. Ich schaue die Szene bei einem, ich schaue die noch ein paar Mal an, frage mich, was hättest du besser machen können, hätte ich besser stehen können. Ich werde die sicher die Nacht, wenn ich daheim ankomme, noch mal anschauen. Aber irgendwann muss ich loslassen. Morgen ist das nächste Spiel. Spätestens morgen Morgen sollte ich die Szene wie hinter mir lassen. Ich kann ja nichts mehr ändern. Potential contracts.
um nach einem langen Tag sicher heimzukommen, bin ich froh um alle Sicherheitsvorkehrungen im Auto. Zum Beispiel Spurhalteassistent, der adaptive Tempomat, der sehr gebig ist, oder auch der adaptive LED-Scheinwerfer, geben mir ein gutes Gefühl beim Heimfahren. So, jetzt sind wir daheim. Zeit zum Erholen. Schon morgen geht es wieder weiter.